an. So. Aufnahme läuft. Ah, mal gucken, wie lange die Webcam heute durchhält, bevor sie wegknickt und ich sie dauernd neu starten muss. Wo man wohl landen würde, wenn man hier runterspringt. Naja. Ich meine, es ist ja so quasi die Welt des, man könnte fast sagen, bodenlosen Unterbewusstseins. Wird man dann einfach für immer fallen, bis man irgendwann verhungert oder verdurstet. Was für ein Kacktod wäre das eigentlich? Wenn du in ein unendliches Loch fällst und quasi nicht am Aufprall stirbst, sondern daran, dass du irgendwann verdurstest. Ja, cool. Fängt ja nett an. Dann gehen wir mal. Ich hoffe, jetzt sind auch alle da und nicht weggegangen, weil sie dachten, ich brauche noch ewig. Don't worry, if anyone can do this, it's us. Was heißt hier? Search for dieser Name. Ich weiß doch wo. Sind wir zufrieden mit dieser Gruppe für den letzten wahren Endgegner? Ich meine, wen könnte ich denn sonst noch mitnehmen? Ein Auto ist dabei, das ist schon mal gut. Der finde ich eigentlich ganz cool. Continue from path 9. Okay, good luck! Connecting to network. Ja, wir haben ja alle unsere coole Kleidung an. Bei Naruto finde ich... Ach, ich dreimal drücke ich diesen blöden Knopf. Und ist einmal jemand zur Hilfe gekommen? Nein. Naruto, du kannst doch mal hier... Was, ich kann nicht anders. Es muss sein. Ja, schon besser. Sehr schön. Was ist mit Kanji? Haben wir für den noch irgendwas... was ist das? Was ist denn das Gag Winter Outfit? Ah, da hat er einfach die blöde Brille. Nee. Winter, Summer, Midwinter, Summer. Gecko Uniform, Drag Costume. Nee. Yasuo High Jersey? Hat natürlich auch was Lässiges, so den Endgegner zu besiegen. Working Clothes. Das ist cool. Das nehme ich. We're finally here. Are you ready? Also in Persona 5 habe ich die tatsächlich mal benutzt. Da gibt es die nämlich auch. Ich nehme mal an, die haben die dann so hier reinge... nachträglich ja hier wieder eingebaut. Weiß ich jetzt aber auch nicht. Ich meine, vielleicht hatte Persona 4 Golden die auf der PSP schon. Da ist das ja, glaube ich, als erstes rausgekommen. Ich glaube, Persona 4 Golden kam als erstes auf der PSP. Aber in Persona 5 habe ich die tatsächlich mal benutzt. Und da hat die dann auch was gebracht. Kann natürlich auch sein, dass die auf Very Easy einfach nicht klappt. Weil manchmal kommt da ja dann irgendwie so eine Antwort oben links und ich weiß aber gar nicht, ob ich da irgendwas drücken soll. Vor allem normalerweise macht man die, glaube ich, im Kampf. Also in Persona 5 hat man die im Kampf eingesetzt. Good, we're finally here. Are you ready? Proceed? Yes. Ich befürchte ja auch noch, dass das ein recht kurzer Stream wird heute. Aber schauen wir mal. Vielleicht werde ich ja jetzt auch trotz Very Easy hier total verkloppt und brauche 2 Stunden. Mal sehen. Hallo? Congratulations in making it this far. Ah ja, Dave. Erinnerst du dich jetzt eigentlich an Izanami und Izanagi? Ich hatte dir ja mal was von meiner Magisterarbeit geschickt. Da wurden die mal erwähnt. Im, ja, Kojiki. Im Kojiki, genau. Mit der Unterwelt. Und dem Licht, was der da benutzt, um dann die tote Frau anzugucken, was er nicht hätte machen sollen. Anyway, congratulations on making this far. Well, thank you very much, Miss Root of All Evil. Also, da hattest du es darauf bezogen, okay.
You granted certain individuals the power to enter the TVs. You created the Midnight Channel as well. And lastly, you started a rumor about the Midnight Channel to raise its public awareness. Oh, meine Webcam macht wieder Sachen. Das trifft sich gut. Ich wollte nämlich auch gerade gucken, wie die Lautstärke ist, so wie sie sollte. Ja, eher keine Sachen mehr, ne? Also ich musste diesen Monat eh schon 500 Euro für meine Brille bezahlen, über 100 Euro für einen Lattenrost, der kaputt gegangen ist, weil ich vor einer Fensterbank aufs Bett gesprungen bin. Lange Geschichte. Hat jedenfalls dem Lattenrost nicht so gut getan. Und so ein paar andere Sachen. Ich habe das Gefühl, dieser Monat wird einfach mal der Monat des Sachen-Neukaufens. Dann kann ich mir vielleicht auch mal eine neue Webcam holen. Ja, klappt ja wieder gut hier. Okay, da ist sie wieder. Gucken, wie lange sie diesmal hält. Hat das gerade geflackert? Okay. There's a rumor about the Midnight Channel to raise its public awareness. Is this correct? All save one point. This Midnight Channel you speak of, it is indeed a device to draw hearts into this world. But it was always your individual wills that would determine what appeared on it. Humans ache to expose their suppressed sides, while the prying eyes around them are curious to see them lay bare. The want to show and the want to see. I granted a window that catered to both. The want to show and the want to see. Da gibt's heute aber andere Seiten für. That is all. Im Internet so. Everyone wished to know more about the people who became famous through the media. And the Midnight Channel was there to grant their wishes. Ich finde das übrigens ziemlich cool designt hier. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Chambers aus The Void, was jetzt außer Simon wahrscheinlich kein Schwanz kennt. Once the person they wanted to see entered the realm formed by human thought, they would appear even more clearly. I see. So that's how it worked. Only fans for gods, genau. Are you saying all you did was give that initial spark to Senpai and the others, then watched things unfold? And the rumors spreading, things going wrong. We're to blame for all that's happened? People's curiosity was at fault? Everything was for your sake. To create the world mankind so wanted. Man struggles to understand one another. Ja, das heißt doch nicht, dass man jetzt eine Welt voll mit Nebel haben will, deswegen. You can only truly know a finite number of people within your lifetime. Ja, kann ja wohl sein, aber ich will trotzdem nicht eine Welt voller Nebel haben, deswegen. But humans disregard this fact and try to know more people than is possible. Würde ich jetzt nicht unbedingt generell so sagen, aber okay. Only by comparing yourself to others can you define yourselves. Thus, your ever-present anxiety. Your anxiety causes you to see only what you want to see, and believe only what you wish to believe. As I said, your desire is for a world enshrouded in fog. Yeah, don't put warts in our mouth, or other things for that matter. I must agree that the vast majority of people are exactly as you say. But we don't intend to live that way. If we were fine with the world you're making, we'd never have come this far, dammit! We'll keep searching for truth and figuring out who we are as we go on with our lives. We all will. Together. That's right! No more butting into our business! We will continue to live in our world with everyone else. And with no fog. That's why. We'll decide our own fate. Na, wird das jetzt ein Bossfight mit zwei Stages oder drei? Oh, wieder eine Cutscene. Man, it's hazy. Uh-oh. It's you!
worse than this thing. This is just the send-off our leader deserves. All right, time for the grand finale. Na dann. Knowledge of the truth is not everything. Abgefahrene Haare, Mann. Yet drunk with truth, you exceeded your role and became too involved. Now, learn for yourselves whose wrath you have brought down. Okay. Die Kameraperspektive ist ganz cool gerade. Was machen wir denn da jetzt mal? Innovate. Ich denke mal, das wird nicht klappen. Vielleicht einfach mal Heavy Wind. Habe ich irgendwelche coolen... Habe ich irgendwelche coolen, Dings... Stat-Bonuses, die tatsächlich sich hier lohnen könnten. Ich glaube, ich habe die ganzen Personas mit Stat-Bonuses irgendwann weggetan. Party's Defense 3 Turns. Oh. Könnte man sich überlegen. Vor allem könnte ich danach Heavy Electrical Damage machen. Was bist du? Ach, die. Atropos. Party's Attack. Oh, Attack gefällt mir eigentlich noch besser. Und die hat auch Heavy Wind. Ah, nehmen wir das. Gute Frage, Dave. Hatte ich nicht irgendwas mega krasses gelernt? Ach nee, das waren die anderen mit ihrer zweiten Persona-Erwachung. Ich glaube, bei ihr war... Machen wir mal vorher. Sie hatte doch hier Burning Petals. Severe Fire Damage to all foes. Ich frage mich dann immer, ob das, dadurch, dass es auf alle geht, ein bisschen weniger Schaden macht, wenn man es trotzdem auf einen macht. Das war ja bei FF7 so, glaube ich, wenn du einen Zauber auf alle gemacht hast. Ist die Webcam wieder eingefroren? Ach, sieht so aus. Wenn du einen Zauber auf alle gemacht hast in FF7, war der, glaube ich, nicht so stark wie... Ich sehe aus, als ob ich kurz vorm Niesen wäre. Wie wenn du ihn halt auf einen machst. Kann ich auch mal rausfinden. Hm. 390? Holy shit. Okay, merken wir uns mal 390. The man's way. Ja, also, was haben wir hier so? Heavy physical damage. Ich überlege gerade, ob ich mit ihm einfach nur zuhaue. Bilgi meinte, er macht gar nicht so viel Elektrik-Schaden. Einmal machen und gucken. Ja, toll, wenn er nicht trifft, können wir das natürlich nicht gucken. So, jetzt mache ich bei ihr nochmal Heavy auf einen statt Severe auf alle. Severe war ja 390. Okay, lohnt sich doch. Jetzt kein so großer Unterschied. Aber lohnt sich. So, jetzt triff mal bitte. Ich will wissen, wie viel Schaden du da machst. 211. Okay. Hallo, ich habe dir gerade innerhalb von weniger Runden Drittel oder Viertel abgezogen. Ich muss jetzt die ganze Zeit hin und her wackeln, damit ich auf dem Laptop besser merke, wenn die Kamera wieder ausgegangen ist. Ja, ich ziehe mal ein bisschen näher ran. Ja, da ist sie zum Beispiel auch schon ausgegangen. Ach, ist das ätzend. Vielleicht sollte ich sie einfach weglassen heute. Ah.
Oh, jetzt sind wir schon bei der Hälfte, oder? Über die Hälfte. Ich meinte was mit Feeble Attacks oder so. Oder Feeble Strength. Währenddessen knüppeln die hier die HP weg, als wäre das ein leckerer Kuchen, von dem alle was haben wollen. Okay, das hat sogar mal wehgetan. Was ist als nächstes dran? Ah, gut, das passt schon. Ja, ja, Yukiko macht das gleich. Salvation, oder? Ja. Praktisch. Here goes Kanzeon. Oh. Was machst du jetzt? Die Fans sind out. Okay, danke. Alter, ich wollte doch jetzt angreifen. Na egal, ist jetzt eh schon gleich weg. Genau. Ich denke, das war's dann gleich schon. Izanami seems was? Das war jetzt so schnell, da habe ich gar nicht gelesen. Guck mal, eben im Stream habe ich aber Impervious, okay. Habe ich aber Zögerung. Soll ich das sagen? Can you not understand? It is impossible to defeat me. Yukiko-senpai, are you okay? I'm okay. Ich kann ihn jetzt einfach so weitermachen. Understand nothing I see, ignorant mortals. You okay, Senpai? Hang in there. Yeah, yeah. Woo, you're up. Time for a counterattack. At this rate, it will be impossible. Now, you recall what Igor and Margaret told you. That is a crystal of power. Which you have nurtured through your journey. An orb that repels fabrications of all sorts, dispels lies, and shines upon the truth. Uh-huh. Truth is a thing which only appears to those who have observed, considered, and made a choice. At the end of the path you chose lies the truth. Believe in it, and continue without faltering. The Orb of Sight begins to unmask Izanami's true form. Uh-oh. Wollen wir die sehen? Well then, allow me to show you my full splendor. Uh-oh. Nee, eklig bist du. I'll teach you the truth of your minuscule existences. This battle will determine our future. A god? Huh. Bring it on! We've made it this far. We can't lose now. You cannot defeat me with strength alone. Soon, you will understand. We've never seen anything like her. Ich meine, ja, das stimmt. So was hat man noch nicht gesehen. Machen wir wieder Attack für alle. Wer ist jetzt dran?
Sieht man gerade nicht so richtig. Ah, doch, da. Da rechts ist ja ein Kreis drum. Oh. Let's go. Alle heilen ist jetzt doch mal ein bisschen übertrieben, denke ich. Was hat er noch so? Noch mehr Attack. Stackt das eigentlich? Das will ich mal eben ausprobieren. Normalerweise kommt da, glaube ich, dass es einfach nur länger dauert. Last longer. Also mich, ich hatte mich jetzt gefragt, ob das stackt, wenn zwei verschiedene Leute das machen. Uh-oh. It's focused now. Uh-oh. Kanji, your defense has been lowered. Macht nix. Wir haben noch einen, der das Gegenteil machen kann. Wer war denn das? Nee. Das da? Ja. Machst du Defense runter, mache ich Defense hoch. Each. Persona! Sitzt du jetzt doch? Oh, okay. Cool, warum nicht? Wow, 742. Oh, 1319. Ja, okay. Greif einfach an. The stage is already set for your demise. I'll end your lives here. Sagt der Boss, der gerade 1300 in einem Zug abgezogen bekommen hat. Weil man muss dazu natürlich sagen, wenn man das auf normal oder schwer spielt, ist er entsprechend imposant und beeindruckend. Kanji, your agility has been lowered. Das ist jetzt natürlich einfach, weil ich auf Very Easy spiele. Oh. Okay, das sollte ich nicht nochmal machen. Oh, Moment. Das war ja nur sie so angekratzt. Na egal. Ich glaube, zum SP-Heilen habe ich auch noch genug. Au. Wow, Kanji, are you okay? Ja, der hält das schon aus. Treffen wäre aber schön. Treffe ich deswegen nicht? Ja, brat mal dein Steak. Mal gucken, ob der Gegner bis dahin noch lebt. Cheers. Das klappt doch bestimmt nicht. Oh, das. Oh Mann. Aua. Kanji kriegt hier ganz auf die Fresse. Well, Kanji, are you okay? Nullify Stat Penalties on Party. Vielleicht sollte ich das mal machen wegen dem Agility-Kram. Machst du? Gibt's Heilung? Hey, du willst auch, okay. You okay there, Kanji? Don't strain yourself. All yours. I am thou. Ah, oh, puh. Okay, ich wollte gerade sagen, für Yukiko wäre das kacke, aber die ist ja schön ausgewichen. Ha!
Oh yeah. Oh, ich muss übrigens sagen, die Brille war ja, wie gesagt, nicht gerade günstig, aber hat die sich gelohnt, ey. Ich kann wieder voll weit sehen. The time has come for us to end this. Das hast du vorhin auch schon gesagt. Ach, Yomi. Kam ja auch in meiner Magisterarbeit vor. So eine Art Unterwelt ist es. Ja. Ich nehme mal an, das war so ein Instant-Kill-Move. Ich bin dann ganz froh, dass er nicht getroffen hat. Der wird dann auch entsprechend niedrige Hitrate haben, denke ich mir. Was kommt denn jetzt schon wieder? Kannst du mal ein paar SP geben? Ja, okay, ist auch nicht schlecht, aber... Kanji, was machst denn du da? Am besten heilt er sich gleich selber, der macht da eher am wenigsten Schaden hier. Yukiko braucht bald SP. Mit mager so. Oh, danke schön. War jetzt nicht unbedingt so viel, aber... Ja, ja, hier, ich habe ja... Ich habe doch Healing Items gekauft ohne Ende. Oh ne, Stagnant Air ist doof. Wären wir da auch schon bald mit fertig. Goodbye. Accept the reality of your death. Thousand Curses? Oh krass, das hätte mich umgebracht. Bitte nicht machen. Yukiko-Senpai! No! Ja, ja, gut. Jetzt wird's aber mal Zeit. Ah, okay. Das musste wahrscheinlich passieren. Your consciousness is fading. Is this where you will fall before a powerful enemy? You hear someone's voice. What's the matter? Isn't it too early to give up? You taught me what a family truly is. I had my hands full just with Nanako when you came rolling in. I wasn't sure what to do. Ich probier's jetzt einmal noch hier. Mit da. But then again, I can get back up as many times as I need to with you two with me. However painful it gets, I'll just grit my teeth. I'll get up as many times as I have to for you two. A
Father can be pretty stupid that way, huh? Don't go, partner. Everything inside me changed after I met you. I'm glad we met. I wouldn't have made it this far if I hadn't done it alongside you. You can't let it end this way, right? Uh-huh. You can keep going. Right, partner? No! Don't leave me! I'm scared. I'm such a stubborn, two-faced coward. But you understood me. That's why. I can become as strong as I need to be. Ich denke mal, da hätte man das Ende gar nicht gekriegt. Hey, can you hear me? Du warst halt da, also warum nicht auch jetzt? Logik steckt dahinter. Can you hear me? Don't close your eyes yet. I'll give you our strength. You're our last hope. I'm glad I met you, because now I know how far a person can sink. Please, get back up, just once more. Senpai, how much longer are you gonna just lie there? I mean, like that senpai? You're the kind of guy who can let it drop like this. That ain't the senpai I look up to. Vielleicht kommt Igor und hilft uns mit seiner Nase hoch. Get back können wir uns dann hochziehen. Just one more time. Let me protect you. Senpai, thanks. I'm glad I came to this town. When I think back on all the fun I had with you. So riemig wie die immer auf denen war, hätte jetzt eigentlich nur näher kommen müssen, damit er ihr unter den Rock gucken kann. Wäre in line gewesen mit ihrem bisherigen Verhalten ihm gegenüber. Senpai, please stand up just one more time. We'll be your strength. What's the matter? Are you gonna let it all end here? Come on, you're not alone. Just like me and Ko weren't. Sehr schön. I won't let you do this alone. You gotta be joking. Don't you care that I won't be able to take another step forward if you disappear? I mean, it depends on what you want to do. You're standing on a bridge trying to jump off, then it might be better if I don't come back. So you don't take another step forward. I couldn't stick by someone who'd do that to me. Oh, bitte nicht die Lehrer. Da bleibe ich gleich liegen. Senpai, thank you for thinking of me when you're suffering. You're priceless to me. I could do anything for you, Senpai. What about you? Can you stand up again for someone? For me? I'm sorry I can't be there to support you in your hour of need. Life. It's filled with so many things that are dirty, grotesque, and painful. Nako kommt und isst den. Genau. There's no way you can stand it alone. But no one is truly alone in this world. You know that. Since you've protected those precious to you, right? Dirty? Wow, nein, nicht skip. Life. Muss ich jetzt nochmal hören. So many things that are dirty. Dirty. Come on. People are waiting for you. Du hast ganz verpasst, Milky, wie ich vorhin meinte, dass gleich Igor kommt und sich uns mit seiner Nase hochhilft, an der wir uns dann hochziehen dürfen. To tell the truth, to be brave, to stand up again, to believe. You taught me all those things. You have to believe that you're not alone either, Mister. Sensei, I'll protect you, Sensei. You gave me my life. You're important to me. I'm not alone anymore. And neither are you, Sensei. I'm sure together we can do things that no one could do alone. Oh ja, ich meine, vor allem als wir zu zweit zu Hause waren und da ging was, ne? Mit dem Glomp oder wie es hieß. Hey, Big Bro. Oh yo. Voices? Yeah. The people do not wish for a world enveloped in fog.
There are times when they'll stop and think they can't go another step. But everyone desperately pushes on. Please, grant everyone's wishes. Bring light to people's hearts. Please get up. Just once more. The hearts of those you form the deepest bonds with become your strength. Oh? Ooh. Izanagi has transfigured into Izanagi no Okami. Ja, wie passend. Mit Izanagi gegen Izanami. Wir allein. Tja, geht nicht. Impossible! Can the will of so few surpass the will of all mankind? Yes. Oho, Ikazuchi! Satoru will. Oho, Ikazuchi! How can your powers rival mine? Oh, Ikazuchi! Oh, Ikazuchi! Why don't you understand? Ich weiß nicht, warum, ich fand den Namen der Attacke lustig. Oh, Myriad Truth. The word of power that banishes all the world's curses and falsehoods. Da wollen wir mal gucken. Oh. Yeah. Sind wir jetzt Mr. Mega cool. How could I be defeated? How am I the one to disappear? Instead of the endless struggle, wouldn't it be easier to wrap oneself in lies and live in blissful ignorance? Isn't that true peace for humans? No, that's boring. How many times do we have to tell you? The hell with that shit! Stop assuming you know us! Very well. Then try and live your way. Power enough to erase my existence. You have already exceeded what I thought humanity to be capable of. Peace to mind. You have lifted the fog in this world, as well as the fog in your own. And whether that will lead to happiness or not, rests upon your shoulders. No pressure. Children of man, well done. Der Schrei kam, weil sie gerade die Stromrechnung gesehen hat. Die hat ja die ganze Zeit das Licht hier angelassen. All right, we did it! Thank goodness. It's really over now. Yep, this time it's all over! It seems this is more like a beginning for us, though. Well, now we've got no regrets for tomorrow. Friends that you can believe in, and the many people you have come to understand. A strong heart bound to others, trying to ascertain the truth. A firm belief in grasping the truth
brother with your own hands without being misled or deceived. The power of these things has brought judgment down on what deceived mankind, opening the door to a new tomorrow. Durchsichtig. Welcome back. Everything's finally over. Und ohne Hut. You really are incredible. I'm no match for you. You just fought the other me that split from my personality. The two Sagiri, the other me, and the me that is speaking with you right now. They were all originally one within me. But there was nothing I could have done without my powers. If not for you, I would have disappeared along with the fog when the hollow forest vanished. Thank you so much. You saved everything. I'll be all right. The fragments you defeated have returned to me and will soon become one. Solange du da nicht so aussiehst wie die Tante vorhin. My name is Izanami no Mikoto. The fertile will that protects those who live in this land and fulfills their wishes. Mm-hmm. I will not forget you. Please do not forget. I am always by your side. How marvelous. You have driven back a godly being and brought about a new world. This will be the last time we summon you here. Soon, the fog will lift and our destination will be visible. We will be arriving shortly. All right. This journey was a fruitful one, worthy of marking a turning point in your destiny. Many a time along the way did the fog of lies prevent you from moving forth. Mm-hmm. Yet in every instance, you overcame the temptation of easy exits and false terminals. In forging bonds with those precious to you, you move closer to the truth, one step at a time. And my heart danced with delight to see you succeed. I am most honored to have borne witness to such a wondrous journey. Our destination is close at hand now. Well then, we have finally come to your journey's true end. Our contract has been fulfilled. My own duties end here as well. You were truly a remarkable guest. Nächster ICE, man hat doch am Anfang gesehen, dass es eine Limousine ist. Go forth and see with your own eyes. Ist ja auch nicht lange her, ne? See the world you have won. The bright, magnificent future. Und jetzt steige ich aus und wir sind vor Aldi. So this is the world inside people's hearts. Willkommen in Frankreich. Gut, dass Igor rechtzeitig angehalten hat und nicht voll in den Teich gefahren ist.